Dann möchtest du losgehen? Ich würde tatsächlich davor noch einen Boten lossenden und mein Kommen ankündigen. Ja, das soll gelingen. Dir wird der Bote dann auch direkt mit einer Nachricht zurückgeschickt, dass du sehnlichst erwartet wirst. Ein Eisgeode aus dem hohen Norden war schließlich noch nicht bei ihr. Sie ist sehr gespannt auf deine Berichte. Alles klar. Und bevor ich gehe, würde ich dann gerne noch Raffin still und stumm machen mit dem Silenzium. Oder wollen wir das erst danach machen? Wie lange hält das? Wie lange hält Ja, das? wenn ich ungefähr 35 Minuten dort beschäftigt bin, ich müsste schon einiges an astraler Energie dort hineinstecken. Dann muss auch im Nachgang machen, wenn ich wieder zurück bin. Ich glaube, das wäre fast sinnvoller. Ich Wenn wir noch einmal astrale Energie tanken könnten. Vermutlich. Ich weiß natürlich nicht, ob die nicht da die Villa komplett absichern, wenn die Dame tot ist. Ja, aber eine komplette Absicherung wird jemanden für euch ja nicht aufhalten, oder? Ja. Das macht's auf jeden Fall nicht einfacher. Richtig. Oder wie ist es, Sumox? Beherrscht ihr bereits die astrale Meditation? Nein, ich habe mich jetzt noch nicht so gut. Natürlich, ich kann sie, aber ich benutze sie wirklich nur ungerne. Also ja, ich beherrsche sie. Nun, das wäre eine Gelegenheit. Habt ihr wohl recht. Ja, dann würde ich eventuell nochmal die astrale Meditation anstellen. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, wie funktioniert die. Jetzt Du gerade machst selbst noch eine geschafft. Ritualprobe, du bekommst die Hälfte deines Ritualkenntniswerts als erleichtert, also als zum Ausgleichen. Dann verlierst du erst einen ASP. Wenn du keine ASP mehr hast, kannst du nicht anfangen. Dann kannst du pro Spielrunde einen Lebenspunkt in einen ASP umwandeln und zum Schluss verlierst du nochmal ein W3 minus einen ASP, außer du hast Tonnes verwendet. Okay, also erstmal eine Ritualkenntnisprobe. Also 8 zum Ausgleichen. Reicht. Jo, und dann. Und dann kannst du jetzt halt so viel umwandeln, wie du möchtest. Ja, dann setze ich Denke ich. erstmal ein ASP ein und dann geht's los und ich würde gerne. Sagen wir mal. Umwandeln. Ich werde auch astral meditieren. Ja, die Suite bietet das auch an. Und am Ende verliere ich noch mal ein D3, oder? MB3 minus 1. Okay. Hier, also 2 minus 1 ist 1. Gut, dann kann Sumox als Eisgeode aufbrechen und Wobei, jetzt würde ich Raffin ja gerne noch den Silenzium was möchtest du mitgeben. jetzt machen? Genau. Okay, dann kann er gleichzeitig leicht verspätet dann bei Murak eintreffen und dann sein Haus anzünden. Ja, und dann brauche ich auch noch das andere. Isarun, wie auch immer das heißt. Ja, natürlich. Also ich würde mir beim Wirken gerne Zeit lassen. Ich würde gerne die Psst-Variante wirken, dass sich Raffi mir freiwillig verzaubern lässt. Ist nur die halbe MR, die überwunden werden muss. Raphim denkt kurz an die Armbrust. Nein, Raffi, jetzt nicht an die Armbrust denken. Okay. Lass es auf dich wirken. Und da die also da das ja ein ASP pro Spielrunde ist, muss ich das logischerweise auf 7 Spielrunden ausweiten. Das ist die 35 Minuten sind, also zahle ich 7 ASP. Würfel ich den? Dann kann Isarun den Schleier der Unwissenheit hinterher setzen. Genau, Tatsächlich da durch würde ich mir. meine Talentspezialisierung plus minus 0. Ich würde mir auch Zeit dabei lassen und nochmal 10 ASP da reinhauen. Ja, ich habe den ganzen Tag über Zeit. Tatsächlich in den Straßen auf dem Marktplatz gibt es keine Gerüchte darüber, dass Mangraith gestorben ist, von niemandem. Auch keine Bewegung mehr. Also ihr könnt dann irgendwann im Laufe kann Asavo berichten, beziehungsweise der Pfähler, wie er sich hier nennt, dass wohl die Wachen wieder vor seinem Haus stehen, unbewegt. Also es hat auch niemand weiter die Tür dann aufgemacht oder so. Die stehen einfach so, als ob nie etwas gewesen wäre vor der Tür.
Okay, dann ist Rafim erstmal leise, ist auch unsichtbar. Schleier auf eine Person. Und dann also er ist jetzt für 11 Stunden vor magischer Entdeckung geschützt. Und die Proben, um den Spruch zu durchschauen, die sind jetzt um insgesamt 21 Punkte erschwert. Also er ist unsichtbar. Ja. Er würfel ich nicht drauf. Man kann es halt auch übertreiben. Sie sehen halt auf W20 auf der 1, aber ich lasse das jetzt einfach, weil interessiert keinen. Gut. Gut, dann bricht Sumox auf. Genau, ich trinke davor natürlich noch das Elixier. Bin jetzt gut aussehend und habe plus 7 Charisma. Dann ist dein Charisma wo? Dann ist mein Charisma bei 21. Das ist gar nicht so viel. Ja. Und du bist gut aussehend, regeltechnisch? Genau. Gut. Wie kann ich das Charisma eintragen als punktuellen? Als Modifier ist das, glaube ich. Richtig, du gehst oben auf Charakter, okay, und da auf Werte, ja, und da hast du ein Fenster. Genau, Werte beim Modifier, das ist extra genau für solche Späße geeignet. Perfekt, ja. Dann würde ich dahin gehen. Gut, es ist eine kleine Villa, die dich dann hier erwartet, nachdem du dann durch die Stadt in Richtung, was ist das, in Richtung Firon gelaufen bist. Und kannst dann, nee, es ist tatsächlich Praios. Die Sonne scheint hier nicht wirklich und es gibt immer nur noch diese wachsartigen Kerzen und Fackeln, die hier überall um dich herum sind. Du hast auch so ein bisschen die Angst, dass du wieder anfängst zu stinken, dadurch, dass neben dir dann ja nicht Käse hergestellt wird, sondern weitere dieser Räuchereien sich befinden, wo die Untoten geräuchert werden, damit sie dann eben haltbar gemacht werden. Kannst dann wieder diese Bassins sehen mit diesen großen Werkstätten, wo dann eben Alkohol in großen Mengen dann über sie gegossen wird. Und ja, während du dann durch diese Bereiche spazierst, kannst du dann vor einer großen Villa stehen bleiben. Wo du dann nach kurzem Gespräch mit der Dienerschaft auch in einen kleinen Ankleide, vor allem auch Auskleideraum geführt wirst, wo du dann, es sieht fast so aus, du kannst es auch dahinter hören, wie da wohl eine kleine Therme sich befindet, also der Dampf ist so richtig schön warm raus und man würde dann eben auch zu bedeuten geben, dass du dich dann hier entkleiden darfst und du bereits erwartet wirst. Ja, das würde ich dann natürlich auch machen. Ich würde mich entkleiden. Die Fiole würde ich... transportiere ich die jetzt am besten? Ich glaube, ich würde sie der Blütenfee in die Hand geben, die sich in meinem Bart nach wie vor versteckt. Ah, dann würfel mal auf die Körperkraft der Fee. Okay, was hat die für eine Körperkraft? Mach mal ein W20. Okay. 1 bis 5 oder so. Ja. Ah. Sie bindet das sehr kunstvoll an das Innere deines Bartes. Damit muss sie es nicht wirklich mehr halten, aber du müsstest dann beim Herausziehen der Fiole reißen dir sicherlich sicherlich 10 gute Haare aus. Okay. Aber sie kann das im Bart dann halten. Alles klar. Sehr gut. So kannst du in all deiner Pracht, charismatisch wie du bist und gut aussehend, dann nackt durch die Tür treten, wenn du dann von der Dienerschaft geleitet wirst. Und stehst dann in einem dampfenden Bassin. Es erinnert dich so ein ganz bisschen an das, was du auch schon in Punin erlebt hattest. Wobei, das war dann ja eher der Elf, der sich da mit den hohen Dienerschaften abgegeben hatte. Kannst du dann eine Frau erkennen, die dort ebenso nackt in einem Bassin sitzt? Die ist unscheinbar alt. Du kannst es überhaupt nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Schwarze Haare, Lidschatten. Und obwohl sie nackt ist, sie trägt halt trotzdem immer noch diese Spinnennetzhandschuhe. Oh, sie sieht wirklich, wirklich gut aus und lächelt dich charismatisch, ebenso charismatisch an, wie du auch bist. Ah, willkommen, ein Eisgeode aus dem hohen Norden. Komm zu mir ins Wasser, dort verhandelt es sich am besten. Sehr gerne werde ich euch Gesellschaft in diesem... Ah, ja, es ist doch etwas warm für meinen Geschmack und der... Ich habe, ja, aber schon in Ordnung. Ja. Na, ich wollte euch nicht beleidigen mit diesem Angebot, doch bisher kam es bei allen gut an, zwinkert sie dir zu. Ich bin die Baronin von Natterngras, sei ja die Zephorica. Aber es ist mir eine ausgesprochene Freude, euch kennenzulernen und euch hier treffen zu können. Freut mich, euch kennenzulernen. Mein Kommen wurde bereits angekündigt? Selbstverständlich. Ah,
Das ist gut, das ist gut. Du kannst wohl erkennen, dass ihre linke Hand skelettiert ist. Nun, Baronin, die Zephorica, ich habe von euren Interessen gehört und... Sagt er eigentlich ein Paktierer des ewigen Jägers? Nein. Oder macht man das dort oben nicht? Nein, ich bin Eisgeode, das ist nochmal etwas vollkommen anderes, wisst ihr? Schade. Sie schwimmt so ein bisschen halb mit ihrer skelettierten Hand durch das Bassin und streichelt dann mit ihrer Knochenhand nicht über deinen Bart, aber vor allem über deine Brust und krault da so ein bisschen in den Haaren. Oh, ah, das fühlt sich gut an. Ich weiter so. Mich hätte wirklich interessiert, was ihr so für Paktmale mitbekommen hättet. Dann dreht sie sich wieder um und scheint wohl gerade wieder das Interesse an dir verloren zu haben. Oder vielleicht wirkt sie auch so ein bisschen gelangweilt. Schwimmt dann wieder die halbe Strecke wieder zurück und dreht sich dann wieder um. Also, dann Geschichten aus dem Norden. Was habt ihr zu bieten? Nun, ich kann euch einiges über Paktmale und interessante Gelegenheiten erzählen, die wir auf unserer Reise mitbekommen haben. Habt ihr Glorana getroffen? Und die Eishexe. Ich habe sie einmal von weit gesehen. Sie ist nicht besonders zugänglich, müsst ihr wissen. Nicht so wie wir Eisgeoden. Selbstverständlich nicht. Sie ist wirklich unterkühlt. Wenn ihr versteht. Sie zwinkert ihr nur zu. Würfel mal eine Lügenprobe. Das erschwert um A3. Weil, naja, Jalan hat ihr in die Haare gespuckt. Genau. Aber. Weil das Leute unglaubwürdig macht. Ja, weil es einfach ablenkt von deinem makellosen Erscheinungsbild. Genau. Ist aber erleichtert um den Geruch der Blütenfee. Genau, also minus 3 plus minus 0. Und gut aussehend. Und gut aussehend, genau. Sie würfelt ihre Menschenkenntnis dagegen. Minus 2. Ich würde diese Probe, glaube ich, gerne schippen. Die ist nämlich nicht so gut. Kannst auch ihre Probe schippen, das wäre auch gut. Okay. Wenn du mir das rätst, dann mache ich das. Ja. Das würde ich nicht machen, nein, die hat 18, Kacke. 16, 18 gewürfelt. Ja, ich weiß. Nein, ich würde gerne meine Probe nochmal schippen. Wenn sie tatsächlich eine gute... Ja, Intrigantin. Mann, da siehst du, das ist doch... Schauber. Dann erzähl mal, was machst du mit den 17 Plättchen? Nun, ihr müsst wissen, wir haben auf der Karawane hierher doch mit einigen Schwierigkeiten zu tun gehabt. Renegaten, Aufständische, nun, jene, die uns ans Leder wollten, aber jene guten Begleiter, die mir von Glorana anvertraut worden sind, die unter meiner Führung dieses gefährliche Unterfangen vollbracht haben. Nun, einer von ihnen... Er war dem Jäger doch näher, als man denken würde. Sein Atem war wahrlich frostig und seine Augen kalt wie Eis. Du merkst, wie sie jetzt langsam mit ihrem Hintern aus der Wanne raussteigt und jetzt mit blanken Brüsten vor dir sitzt. Das war ein überwältigender Anblick. Ah, meine Kehle ist etwas trocken, hättet ihr wohl... ich sehe, da vorne, da. Sie versucht dich zu betören. Würfel mal eine Selbstbeherrschung. Das ist nicht erschwert um 7, weil dir die Kulturkunde fehlt. Ich würfel erstmal eine Selbstbeherrschung. Ja, also aber du siehst. Ich bin per se nicht an Menschen interessiert. Ja, aber sie ist schon wirklich hübsch. Ja. Also, ist richtig, ihr fehlt die Kulturkunde Zwerge. Das ist eine... Ich würd dir eine plus 5 geben. Du bist kurz abgelenkt, kurz irritiert, weil ob das jetzt ihre Brüste sind oder die von einer Zwergin, spielt das überhaupt eine Rolle? Brust ist Brust. Du merkst aber so, wie die Fee gerade in dein Bart so ein bisschen niest, ganz leise, und dann kannst du dich wieder besinnen. Ja, ich werde uns mal etwas zu trinken holen und dann werde ich euch noch mit ein paar Geschichten aus dem hohen Norden verwöhnen. Na, du merkst ihren Blick auf deinem Arsch, wenn du dann aus der Wanne steigst. Ja, dann würde ich betont langsam mit leicht schwingendem Gesäß mich zu der Anrichte wahrscheinlich begeben, wo dort verschiedene Weine und ähnliches aufgebahrt sind
Und dann, während ich dort hinauslaufe, würde ich einen Attributo Fingerfertigkeit auf mich selbst wirken, dass mir das auch ohne Probleme gelingt, das Ganze dann in die entsprechende, Also aus deinem Bart entknoten, reinträufeln, ohne dass sie irgendwas davon bemerkt. Finde ich gut, ja, Fingerfertigkeit, genau. Klar. Wäre gelungen. Wie viele Punkte kriegst du? Muss ich gerade mal durchlesen. Da. Du musst die Reichweite verringern auf dich selber. So. Einzelpersonen, freiwillig. Berührung. Ich kann mich auch selbst berühren, oder? Nein, schlägst du, sondern das ist keine separate Modifikation. Musst du die Reichweite verringern. Shit. Ja gut, okay. Dann ist das plus minus null gelungen, oder was kostet genau. Das? Dann wäre es plus minus null gelungen. Wie viel Fingerfertigkeit kriegst du da? ZFP Stern durch 3 Punkte. Also. Nein. Ja, deshalb. Wenn ich merke, dass er nur so schlecht gelingen würde, kann ich ihn ja noch abbrechen. Oder? Kannst du sogar nach. Wenn du Zauberkontrolle. Verkleinung ist nur plus 3. Wenn du Zauberkontrolle hast, kannst du ihn sogar nach der ersten Aktion schon abbrechen. Genau. Du hast ja Gildenmarsch Reparation zwischen. Hab ich? Nein, hab ich noch nicht. Du hast zusätzlich auch die Fee in deinem Bart sitzen, die dich ablenkt. Genau, die habe ich vergessen, deshalb würde er sowieso nicht gelingen. Also ich breche ihn nach der ersten Aktion ab und zahle nur die Hälfte der ASP. Ja, dann würfel doch mal eine Fingerfertigkeitprobe. Ich würde mal sagen, es ist auch kein Taschendieb. Doch, es ist. Ich würde dich auf Taschendieb stören, minus 3. Ich habe das Talent aber nicht. Ja, dann kannst du ableiten auf Fingerfertigkeit. Das ist erstmal ein plus 7, wenn du von einem Talent auf ein Attribut ableitest. Mhm. Ja. Okay. Und mit einer minus 3, ich sage einfach mal eine Fingerfertigkeit plus 6. Fingerfertigkeit plus 6. Oh, wird schwer. Dann FF 13. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch was machen kann. 3. Ja, 2. Ich würde gerne im Moment einen Zauber wirken. Und zwar habe ich vor, den Zauber, den ich ohnehin schon so hoch habe, meine Halluzination zu wirken. Und den würde ich gerne modifizieren. Also ich würde gerne sie nicht berühren dafür extra, sondern ich würde ihr zurufen, also Halluzination weglassen, die Berührung. Das wäre eine Erschwernis von 7, meine ich, dadurch, dass ich die entsprechende Zaubermodifikation machen kann mit einer minus 2 Erleichterung plus 3 Erschwernis für die Fee ist eine 8er Erschwernis insgesamt. Und ich würde ihr dann zurufen, sieh doch dieses wunderbare und überhaupt nicht problematische Denk, das ich dir gleich da werde. Ich werde etwas Leckeres und gänzlich Unproblematisches in das Getränk kippen. Ja, würfel mal die Halluzination. Ja. Ihre Magieresistenz ist irgendwo bei 11. Maximale Schwelle ist 17. Ja. Ja. Dann kippe ich das da rein und würde es ihr verabreichen. Willst du selber auch? Ja, natürlich. Ja. Ja, dann sie wartet erst darauf, dass du getrunken hast. Ja. Und dann nickt sie dir zu und trinkt dann selber. Nun, wisst ihr. Ich würde sie. Ich habe einige Zeit in Mengenbilla gelebt und dort viel mit Giften herumexperimentiert. Deswegen wurde ich dann später auch aus Metumis verbannt, aber das ist etwas anderes. Ich warte immer darauf, gerade wenn ich Geoten bei mir habe oder generell Zwerge. Da muss man aufpassen. Nimmt sie noch ein bisschen dran. Ja, ich würde ihr mal den Arm in die Schulter legen. Mhm. Du merkst, dass sie wohl gerade mit ihrer Knochenhand an deinem Bein hochwandert. Ja, wenn ich merke, dass das Gift offensichtlich nicht zu wirken scheint. Du weißt nicht, ob es wirkt oder nicht. Sie hatte gerade einfach nur eine Geschichte aus Mengenbilla erzählt. Ja, so oder so, dann mache ich es halt anders.
Dann werde ich jetzt nochmal eine Halluzination wirken. Und einfach mal schauen, was dabei rumkommt. Und zwar würde ich ihr, während ich sie umarme, leise ins Ohr flüstern. Seht, dieser Raum ist verschlossen und dieser unbezwingbare Dämon wird euch töten. Ja, du hattest gerade die Knochenhand an deinem Penis gespürt, wie sie ihn langsam gestreichelt hat, und dann packt sie fest dazu. Halluzination würde aber durchgehen. Ja, aber nur mit 3 Punkten. Kannst du dich dagegen wehren mit einer Selbstbeherrschung plus 3 oder so? Müsste ich gucken. Glaube aber nicht. Wie gesagt, sie hat eine hohe MR von 11. Nö. Hast du eine Nee gesagt? Also es wirkt jetzt eine Illusion mit 4 Punkten oder so, oder nicht? Das ist ja keine Illusion. Also, das ist ja eine Illusion. Das ist keine Illusion. Sondern sie hat jetzt Angst vor Dämonen, die sie umbringen. Ich lese, ja. Ich, genau, lies mal mit der Halluzination vor. Ein unbezwingbarer Dämon und das Zimmer ist verschlossen. Das habe ich hier eingegeben und ihr Unterbewusstsein macht das jetzt tatsächlich gerade wahr. Also, Halluzination. Einen Moment. Bin ich bei harmlose Gestalt hier, Halluzination. Der Geode fasst ein Opfer an und spricht sie doch und sagt ihm, was es sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken soll. Dieser Spruch erzeugt beim Opfer ein Trugbild, eine Wahnvorstellung, einen Tagtraum, der alle 5 Sinne betrifft und dem Opfer völlig real erscheint. Der Geode muss keine Einzelheiten beschreiben, er kann jedoch vorgeben. Punkt, Punkt, Punkt. Hier erscheint ein todbringender Dämon. Das Opfer ergänzt den Rest aus seiner Fantasie, wird also im Beispiel bald glauben, betrunken zu sein oder aber gar von einem Dämon gejagt zu werden, auch wenn es nicht genau weiß, wie dieser Dämon aussieht. Die Halluzination überlagert in den Gedanken des Opfers die Wirklichkeit, was das Opfer wirklich sieht, riecht, hört, wird in seinen Wachtraum eingebunden, so wie das möglich ist. Das Opfer einer Halluzination mag sich im verzweifelten Kampf auf seinen besten Freund stürzen, etc. Kommt das Opfer in seiner Traumwelt ums Leben, so verliert es auf der Stelle das Bewusstsein, erleidet aber keinen echten Schaden, sondern nur entsprechenden Verlust von Ausdauerpunkten. Entsprechend sind wohl auch Verletzungen, die das Opfer glaubt zu erleiden, nicht echt, wohl aber solche, die auf der wilden Flucht vor einem eingebildeten Dämon zuzieht, wenn es durch tatsächliche Dornbüsche bricht, etc. Okay. Es können nur solche Lebewesen mit einem Spruch verzaubert sein, die verstehen, was der Geode sagt. Da merkst du jetzt, wie sich aus Furcht ihre Hand, ihre Knochenhand um deinen Penis schließt, einfach weil sie sich an irgendwas festhalten will vor Furcht. Mhm. Und du hörst einen spitzen Schrei: Wache! Moment, bevor das, würde gerne direkt danach den Silenzium machen. Na Moment, also du hast die Halluzination gezaubert, dann gib mir mal eine Initiative, dann würfelt sie jetzt genauso auf Initiative. Ja, das ist ja. Ob sie einfach drauf Wache rufen kann oder nicht. Finde ich vollkommen legitim. 6. Ja, sie wird mehr als eine 10er Basis-Ini haben. Oder mehr als eine 7er. Das ist sicher. Klar. Hat sie denn die passenden Sonderfertigkeiten? Was? Sie hat eine 6 gewürfelt. Sie muss über die 13 kommen. Ja, okay. Also, ja, okay. Da müssen wir uns nicht drüber reden. Du kannst jetzt gerne auch den Psst zaubern, das ist okay, aber sie ruft halt trotzdem nach der Wache. Sie greift dich auch nicht an, sie wird versuchen, aus dem Bassin rauszukommen. Aber du bekommst jetzt trotzdem erstmal 1W6 Schadenspunkte. Ja, ist in Ordnung. Das tat nämlich ordentlich weh. Ja, dann wirklich mal. Ah. Ja, gut. Dann weicht sie nach draußen, weicht an die Wand zurück, an das Fenster, da wo du eben den Wein eingegossen hast. Und krabbelt auf allen Vieren, immer noch nackt, wie sie ist, auf. Mann, so, dann würfel deinen Zauber. Hab ich schon gewürfelt. Den Psst. Ach so. Den Silenzium. Ja, genau. Den Silenzium, ich würde auf eine Aktion verkürzen. Und dann. Jetzt bin ich gespannt darauf, wenn die Wachen einkommen. Ja, das ist eine Fitness. Schauen wir mal. Ja, möchtest du sonst irgendwie handeln? Nö, ich würde. Sie hält ihre Hände, ihre Arme, hält sie schützend vor das Gesicht, wird weiter nicht zaubern, sondern auf ihre Wache vertrauen. Ja,
kann sie gerne machen, aber je nachdem, wie lange es halt dauert, bis sie ohnmächtig wird. Ach so, wegen dem Gift meinst du? Gift? Genau. Ja. Okay. Ja, du merkst, wie sie dann irgendwann wohl die eine Hand vor die Augen hält, die Knochenhand ausstreckt. Du merkst, dass sie wohl auch anfängt zu glühen. Irgendwas wird sie da wohl auf borbradianischer Repräsentation wirken. Du kennst dich mit den Borbradianern nicht ganz so aus, aber sie versucht wohl gerade gegen den Dämon zu kämpfen, der da wohl gerade sie nach und nach vielleicht ins Bewusstsein schickt. Ja. Dann merkst du, wie die Tür aufspringt. Genau. Warte. Ich würde noch eine Sache würde ich gerne wissen. Sind wir im Erdgeschoss? Befinden wir uns auf Steinfliesen? Also wie ist das Ganze aufgebaut? Erdgeschoss? Ja, finde ich gut. Gibt es, also du hast ja gesagt, es gibt dort Fenster etc. pp. Ja. Und einen Ankleideraum. Ja. Ja, dann... Du bist aber der Meinung, wenn du jetzt zurück in den Ankleideraum rennst, du bist zwar nackt und du hast deine Sachen da gelassen, aber von da kommt die Wache. Ja, klar, das ist mir vollkommen klar. Nee, ich würde tatsächlich... Drei? Ja, warte mal, noch eine Frage. Ich würde erst aus dem Fenster gucken, stehen da Wachen? Nicht ganz an dem Fenster dran, aber in Laufreichweite. Also du müsstest halt wirklich, wirklich schnell sein. Und du bist ein Zwerg mit Stummelbein und nackt. Genau, dann würde ich das nicht machen. Dann würde ich klassischerweise, ich habe die Fiole ja nicht gelöst. Doch, ich habe sie gelöst. Die Tür wird aufgerissen und du siehst hier sechs Wachen in den Raum reinkommen. Ja. Ich lege meine Hände auf den Boden und fasse in den Schlangenring und wirke Weg durch Sumus Leib. Und würde mich von den Elementargeistern gerne, ich würde mal sagen, direkt hinter unserem Hotel absetzen lassen. Also da gab es ja einen Innenhof. Merkst, wie du von geisterhaften Knochenhänden erfasst wirst und in den Boden gezogen wirst. Ja gut, okay. Warte, ich muss aber noch die Probe würfeln. Ein Problem ist, dass du sowas in Wahrung nicht tun solltest. Ja, mal schauen. Geht schon. Also die Probe wäre auf jeden Fall gelungen. Ja, du bist erstmal weg.